Hi Leute und willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Sehr, sehr spontan, wie man sehen kann. Ich habe mir gedacht, dass ich einfach ganz spontan einen Vlog anfange, weil Sonntag ja auch das Video ausgefallen ist. Aber ich glaube, man kann jetzt schon hören, warum kein Video kam. Ich bin nämlich krank geworden. Ich bin eigentlich schon seit, ich glaube, 2 Wochen krank, aber es wird irgendwie nicht besser. Und am Wochenende war es somit am schlimmsten, weil meine Stimme einfach super weg war. Mir geht es saugut. Ich bin richtig so boom, 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 let's do it. Aber meine Stimme und mein Husten und meine Nase und so waren die ganze Zeit verstopft. Ich habe auch einfach Freitag auf Samstag bis nachmittags nichts mehr geschmeckt und ich war so, ich habe keinen Bock, Corona zu haben. Aber habe ich nicht und an sich geht es mir auch voll gut, aber irgendwie ist es super weird. Deswegen bin ich auch nur so halb fertig gemacht. Heute ist, by the way, Montag. Ich habe heute so ein bisschen so Haushaltsstuff gemacht. Ich muss mein Leben wieder ein bisschen mehr auf die Kette bekommen. Ich habe sehr viel vernachlässigt und auch sehr viele Leute vernachlässigt und sehr viel Arbeitsstuff vernachlässigt. Auch mein Haushalt, auch so Wohnungssachen. Ich habe heute zum Glück mal wieder sehr viel Wäsche gewaschen. Ich hatte so einen Haufen an Wäsche. Ich habe die Bäder sauber gemacht. Ich habe die Küche sauber gemacht. Ich muss jetzt noch so einen Teppichreiniger holen, weil Nana mir auf den Teppich gekotzt hat. 3-mal oder 4-mal. Und ich habe es auf jeden Fall natürlich schon weggemacht. Aber da sind jetzt noch so diese Stains. Aber ich treffe mich jetzt erstmal in der Stadt mit 2 Freundinnen, die ich super lange nicht mehr gesehen habe. Und wir haben uns super zufällig am Samstag gesehen. Da war ich nämlich feiern mit Hannah. Es war so geil. Es hat so viel Spaß gemacht. Und dann habe ich die auf einmal gesehen. Und ich glaube, jeder kennt das. Wenn man betrunken, leicht tipsy, im Club am besten noch, Leute sieht, von denen man nicht wusste, dass sie da sein werden, die man lange nicht mehr gesehen hat, die man aber mag. Und dann ist es so dieses, oh mein Gott. Und wir haben direkt so gechillt und waren so, oh mein Gott. Und haben getanzt und haben gevibed. Und ja, jetzt treffe ich mich mit den beiden, weil die eine auch nicht hier wohnt und nicht mehr so lange hier ist in Frankfurt. Und ich bin sehr hyped und ja, ich freue mich. Sehr, sehr spontaner Vlog-Einstieg. Ich habe mich heute auch nur so ein bisschen ready gemacht. Ich sehe gerade, hier ist so ein bisschen ein kleiner Fail. Aber einfach, damit ich ein bisschen presentable aussehe, weil ich habe auch sehr krass Augenringe. Mein Körper ist auch so, kannst du dich bitte einfach hinlegen und ausruhen? Aber ich habe irgendwie richtig Bock, momentan was zu machen. Aber wir gehen jetzt erstmal Kaffee trinken. Es ist saudunkel gerade draußen. Ich habe das Gefühl, es gewittert gleich. Und dann gönne ich mir auch noch ein bisschen was zu essen. Ich habe nämlich Sauhunger. Ich habe gerade noch gesagt, hoffentlich gewittert es nicht. Ah! Ah! Das sieht richtig schön aus. Scheiße. Und auch mit dem hier. Also das Essen war gut. Guten Morgen, Leute. Heute ist Mittwoch und ich filme gerade von meinem Handy aus. Ich habe nämlich meine Kamera immer noch im Auto. Und as you can see, habe ich erstmal mir eine Maske drauf gemacht, weil meine Haut nicht so gut ist gerade. Und ich weiß auch safe, woran das liegt. Ich habe nämlich am Wochenende mit Make-up geschlafen und das mache ich nie. Also wenn ich feiern war oder lange unterwegs, ich schminke mich immer ab, egal wie drunk ich auch bin. Aber am Wochenende, ich war auch erst gegen 6 oder so zu Hause. Es war mir so egal und meine Haut ist so, nächstes Mal denkst du dran, das ist eine Lektion. Ich sehe sehr wasted aus und genauso wie ich aussehe, fühle ich mich auch. Ich habe gestern nicht gefilmt, weil ich lag komplett flach. Das Einzige, was ich gemacht habe, so Telefonstuff, habe bei meiner Bank angerufen, weil mein Online-Banking nicht funktioniert. Habe ein bisschen aufgeräumt, habe ein bisschen Wäsche gemacht, war mit Nala spazieren. Das war das Höchste der Gefühle, weil ich auch, während ich mit Nala spazieren war, einfach so, ich habe gemerkt, ich will mich einfach hinlegen. Habe dann auch kurz genappt und mein Körper ist einfach momentan, ich schleppe das seit 2 Wochen mit mir rum. Und ich dachte, ich hätte mich bei meinen Eltern angesteckt. Aber es ist halt schon, also es ist so lange und meine Eltern haben auch diesen Reizhusten und so schon so lange. Und es ist einfach maximal weird. Ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal zum Frauenarzt. Ich habe mir da ja einen Termin gemacht und ich habe den vor 2 oder 3 Wochen schon gehabt. Da hatte ich aber so ein bisschen, mentally war der Tag nicht so gut und ich war so, ich schaffe das nicht, weil ich habe die ganze Zeit geweint und ich wollte da nicht hin. Dann habe ich den verschoben auf heute. Ich dachte erst auf gestern, ich bin gestern Morgen aufgewacht, ich war so, oh mein Gott, aber der ist erst um 11.45 Uhr. Ich habe jetzt auch 2 Stunden Zeit. Und dann lasse ich mich mal ein bisschen abchecken. Vor allem ist es eine neue Frauenärztin. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt, ob es mir gefällt, ob ich den Vibe fühle, ob ich sie mag, weil die haben mich auch am Telefon gefragt, was ich will. Und ich war so, Kontrolluntersuchung, keine Ahnung, einfach mal checken, ob alles gut ist. Ansonsten hatte ich richtig Bock, damit dieser Vlog auch ein bisschen spannend für euch wird, weil momentan, ihr wisst, jeder kann sich's denken, ist mental so ein bisschen so ein kleiner Struggle bei mir. Und ich will auch auf jeden Fall, ich wollte in diesem Video sehr offen darüber reden, aber ich brauche auch so ein bisschen, ich muss mich so ein bisschen sammeln.
Und deswegen werde ich es wahrscheinlich im nächsten Video machen. Also, weil ich ja auch die Kommentare sehe und DMs und so. Ich weiß, ihr wisst das, was abgeht. Und deswegen will ich auch darüber irgendwann offen reden. Und deswegen will ich wenigstens ein Stückchen so davon klären. Aber in dem Vlog, finde ich, passt es jetzt gerade nicht so gut. Ich liege jetzt hier auf jeden Fall im Bett. Ich muss sehr aufpassen mit dieser Maske. Aber die passt zu den Aesthetics hier im Zimmer. Wow. Ich werde jetzt ein bisschen mein Buch lesen. Und dann werde ich nochmal duschen gehen, bevor es zur Frauenärztin geht. Man weiß ja nie. Duscht ihr, wenn ihr bevor ihr zur Frauenärztin geht? Weil viele sind ja so, es ist egal, wie es da unten ist. Die haben schon alles gesehen, aber ich will nicht unter die Kategorie fallen. Die haben schon alles gesehen. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen gehen wir duschen. Geschäft bin ich. Ja. So, that's the vibe. Und mir jetzt erstmal so ein bisschen for the energy, ein bisschen heiße Zitrone. So Leute, ich bin jetzt zurück vom Frauenarzt. Das ist übrigens, was ich meine mit meiner Haut, was auch gerade ein kleiner Flop war. Ich fand es richtig, also es war einfach unangenehm. Sie hat so meine Boobies abgetastet, dann guckt sie mich so an, guckt so runter und ist so, ah, sie haben irgendwas, hat sie gesagt, so mäßig, was man hat, so ähnlich wie Neurodermitis, aber halt, weil meine Haut vom Fake Tan so crusty war und ich den heute abscrubben will. Und sie war nur so, ah, sie haben das. Und ich war so, nee, das ist tatsächlich nur Fake Tan. Und sie so, ach so, okay. Und ich war nur so, ja, mega. Auf jeden Fall ist es ja eine neue Frauenärztin und ich fand die sehr, sehr gut. Also ich muss wirklich sagen, die war sehr sympathisch. Auch die Empfangsdamen waren sehr, sehr lieb. Ich musste einfach Urin abgeben. Die waren sehr, hier einmal reinpinkeln und ich war so, okay, ich war gerade pinkeln und ich muss eigentlich nicht, aber gut. Und dann hat sie mich untersucht mit dem Ultraschall. Und dann war sie so, ihre Blase ist voll. Und ich war so, hä, aber ich fahr doch eben. Aber ich merke gerade, ich muss sehr dringend auf Toilette. Ich gehe jetzt auf jeden Fall zu Nala hoch. Die müsste ja jetzt auch alleine sein. Das müsste die aber auch schon am Wochenende. Und dann werde ich mir erstmal was zu essen machen. Und mich da wahrscheinlich nochmal kurz hinlegen. Weil ich merke schon wieder, dass ich so voll... Okay, meine Kamera kommt gerade nicht klar. Dass ich so voll dizzy bin. Bin jetzt zu Hause. Nala hat sich jetzt mal eine Socke gemopst. Und das hier müssen wir jetzt benutzen. Weil du brauchst keine Angst haben. Du hast ja jetzt gerade nichts gemacht. Aber du hast auf den Teppich gekotzt. Dreimal. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber sie hatte, also wirklich, so wie sie, ich habe es ja im letzten Vlog erzählt, sie hat wirklich so viel, ja perfekt, sie hat wirklich so viel hier drauf gekotzt. Nala, bitte nicht da drauf setzen. Und jetzt sind so rote Stains da. Und ich habe das Gefühl, im Teppich sind, Nala, im Teppich sind auch noch ein paar Sachen, weil der halt einfach so Hochflor ist. Und es ist sehr eklig und deswegen habe ich gegoogelt und habe das gesehen, dass das voll gut sein soll. Teppiche, Sofas, Autositze, Vorhänge. Oh mein Gott, ich habe auch so einen Fleck im Vorhang. Vielleicht benutze ich das dafür. Und im Sofa habe ich auch einen Fleck. Perfekt. Stellt euch da jetzt mal hin. Meine Haare sind heute auch... Das hier ist wirklich das allerletzte. Oh. Sehr gut. Den anderen Fleck habe ich gut wegbekommen, aber... Hier hat sie auch nochmal hingekotzt. Ich glaube, man kann es sehen. Hier ist so ein bisschen rötlich. Jetzt 5 Minuten warten. Gucken wir mal. Nala! Ah, ah! Und das ist übrigens, was ich meinte mit dem Fake Tan. So sieht mein Hals aus und mein ganzes Dekolleté und sie waren nur so, ah! Okay, so, es sind ein paar Minuten vergangen und es sieht jetzt einmal legit aus wie ein Spinnennetz. Und es sieht auch irgendwie, ja, weird aus. Aber ich habe jetzt mir so ein nasses Handtuch geholt. Ich glaube, ich mache da nochmal mit nass gleich drüber. Weil das riecht halt auch voll intensiv, dieses Spray. Aber ich finde es krass, weil irgendwie sieht es wirklich aus, als wären die Flecken weg, oder? Moment of Truth. Und ich bin mal gespannt, weil ich habe das Gefühl, ich werde hier richtig zu einer Housewife. Aber wo ist jetzt hier? Oh, das ist ja sehr schäumig. Schäumig, schäumig. Okay, hier ist noch ein bisschen, aber da habe ich es vergessen aufzusprühen. Oh shit, ich glaube, man hätte es wirklich trocken machen müssen. Weil es ist halt jetzt einfach so... Also, hä, wie geht das? Scheiße, das ist ja voll... What the fuck? Gut, ich habe das Gefühl, ich kann gar nichts. Den hinteren Fleck habe ich jetzt nochmal mit einem trockenen Handtuch versucht wegzumachen. Ich glaube, ich habe einfach viel zu viel von dem Spray benutzt, aber ich dachte, das wäre gut. Ich lasse es jetzt einfach trocknen und gehe da nochmal mit ein bisschen Wasser drüber. So schlimm sieht es gar nicht aus. Ich bin schon wieder im Auto. Nala ist schon sehr hyped. Ich habe mir nämlich noch schnell was zu essen gemacht und dann habe ich mit Hannah kurz spontan ausgemacht, dass ich für 2-3 Stunden vorbeikomme. Deswegen bin ich hier hingefahren. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, weil die Leute fahren Auto, wie sie Auto fahren. Ich habe eben noch Spiegelei gegessen. Ich habe jetzt Bock auf was Süßes. Ich hoffe, sie hat irgendwas Geiles. Und dann wird erstmal ein bisschen getalkt. Bisschen der Tiges-Bild, Leute. Wir kennen es alle.
Ich freue mich, sehr schönes Wetter. Ich werde auf jeden Fall nochmal mit Nala hier ein bisschen spazieren gehen. Weil hier ist ein bisschen mehr Natur als bei mir. Er ist einfach mega hyped, im Moment spazieren zu gehen. Das ist immer nur ein bisschen anstrengend, weil sie hat einfach gar keinen Bock. Gar keinen Bock. Morgen, Leute. Es ist ein Tag vergangen. Ich habe gestern nicht mehr gefilmt, weil ich eine sehr krasse Downphase hatte. Momentan ist es halt einfach ein bisschen, ist halt einfach ein bisschen blöd. Deswegen habe ich mir jetzt auch auf jeden Fall vorgenommen, im nächsten Video mal so ein bisschen darüber zu sprechen, damit ihr das auch versteht und damit ich einfach so offener darüber reden kann, weil das fehlt mir voll. Auf jeden Fall steht heute auf dem Plan, dass ich auf jeden Fall Haare waschen muss. Die zwar die letzten zwei Tage nicht wirklich angefasst oder gestylt, aber trotzdem sind die nicht mehr ganz so fresh. Ich benutze jetzt aber erstmal mein Trockenshampoo. Ich benutze momentan das von Olaplex, das Nummer 4 Clean Volume Detox Dry Shampoo. Und ich muss sagen, viele meinen, dass das nicht so gut ist. Und ich muss sagen, dass ich noch nicht genau weiß, ob ich ein Fan davon bin. Weil ich zum Beispiel, ich finde, das macht ein richtig krasses Volumen, so wie es auch draufsteht. Aber ich finde zum Beispiel diese Batiste Trockenshampoo-Sorten oder wie auch immer, die machen so direkt so ein viel frischeres Ergebnis von den Haaren. Also die absorbieren so wirklich richtig das Fett, habe ich das Gefühl. Und ich finde, das sieht man. Und bei dem hier, finde ich, könnte es noch ein Ticken besser sein. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß nicht, ob man schon einen Unterschied sieht. Aber dafür, finde ich, hinterlässt es nicht so den ultra-grauen Schleier. Was ich auch immer sehr, sehr gut finde. Ich muss sagen, ich fühle heute auch mein Make-up nicht so krass. Aber wahrscheinlich einfach noch, weil ich noch so ein bisschen kränke. Ich habe heute Morgen auch nochmal mit meinem Arzt telefoniert. Und ich habe mir noch ein paar Sachen bei der Apotheke geholt. Einfach damit es halt einfach mal schneller weggeht. Weil es ist einfach super nervig. Ich bin froh, dass ich gerade... Also ich habe Sachen zu tun und ich habe die auch verschoben. Und es fühlt sich auch nicht gut an. Aber ich will einfach wieder richtig so ich sein. Und ich will wieder so back on track sein. Und das ist halt gerade einfach nicht der Fall. Was ich mir aber überlegt habe, was heute meine Mission sein wird. Ihr könnt schon erraten. Das ist dieses Zimmer hier. Bestimmt denkt sich jetzt der eine oder andere an, so warum kannst du es nicht einfach ordentlich halten? Das Ding ist, wenn ein Zimmer bei mir unordentlich ist, dann ist es meistens mein Ankleidezimmer. Weil ich hier einfach immer alles reinklatsche und... die Wäsche hier reinlege, bevor ich sie zusammenlege und dann einfach liegen lasse teilweise, was halt überhaupt nicht Sinn und Zweck ist. Aber bei mir ist es halt so ein Ding, voll oft spiegelt sich so mein Mental State spiegelt sich voll oft in so Sachen wieder. Von wegen, dass ich dann nicht aufräume und dass ich dann unordentlicher werde. Und das ist halt gerade legit, wie es in meinem Kopf aussieht. Deswegen dachte ich mir, wenn ich hier aufräume, habe ich auch wieder so in meinem Kopf ein bisschen mehr Freiraum. Es ist so... Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, aber mir hilft das enorm und deswegen nutze ich heute die Zeit. Es ist saugutes Wetter. Ich will eigentlich gerade rausgehen, am liebsten mit Hannah Kaffee trinken, spazieren gehen. Aber ich fixe jetzt erstmal dieses Zimmer, weil dann weiß ich, fühle ich mich auch einfach besser. Und dann muss ich noch mein Video ein bisschen schneiden und gegessen habe ich schon. Es gab Nudeln mit Pesto, as always. Das ist jetzt erstmal die Mission des Tages. Anderthalb Stunden später. Ich habe die ganze Zeit noch ein bisschen telefoniert und habe dabei True Crime gehört. Das hier ist jetzt das Endresult. Ich habe das Zimmer eigentlich so gut wie es geht komplett aufgeräumt. Das ist das Einzige, was übrig geblieben ist. Ich habe hier mein Equipment. Das ist von Phoebe, wenn ich die Tasche zurückschicke. Ich werde mein Bett nachher neu beziehen und will das alles nochmal neu sortieren. Deswegen liegt das alles hier drauf. Und ich brauche legit Hilfe, um das zu verstauen, weil ich nicht dran komme. Dann haben wir hier Lounge-Unterwäsche, die ihr in einem der neuen Videos seht. Deswegen habe ich die hier schon mal so sortiert und hingelegt. Und hier haben wir nochmal aus verschiedenen Kooperationen. Ich werde euch bald Naked Haul machen und noch ein paar andere Sachen zeigen. Und deswegen habe ich das alles hier nochmal so in Stapel aufgeteilt und hingelegt. Und ansonsten bin ich eigentlich so gut wie fertig. Eigentlich muss ich jetzt noch einkaufen gehen, aber ich habe gar keine Lust gerade. Ich werde jetzt erstmal mein Video schneiden und erstmal meine Medizin nehmen. Also, wenn es nicht besser wird, werde ich nochmal zum Arzt gehen nächste Woche. Ich habe hier meinen Hustensaft, der ist fast alle. Meine Lutschpastillen
und heiße Zitrone. Die war sehr lecker, deswegen mache ich jetzt halt noch eine. Und, was wollte ich noch machen? Und ich wollte eigentlich noch den Lykon-Test machen. Den immer noch nicht gemacht, ich habe es voll vernachlässigt. So, ich habe mich jetzt mal hier hingesetzt. Ich habe nämlich das Gefühl, ich vernachlässige das die ganze Zeit, deswegen machen wir das jetzt einfach on-cam. Und zwar meinen Food-Reaction-Test, den ich jetzt schon seit 2 Wochen hier liegen habe. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich weiß, dass man sich in den Finger stechen muss und ich bin sehr empfindlich bei sowas. Deswegen hoffe ich, dass es trotzdem... Boah, wie viel brauchen die denn? Also wenn ich das ganze Röhrchen voll machen muss. Ach du Arzt, oh mein Gott. Warm- und Lagerhinweis, Zusammenbrauchsanweisung. Ja, die brauche ich. Anleitung. Perfekt. Bin mal jetzt gespannt. Die Voraussetzungen und Einschränkungen an. Führe den Test nicht unmittelbar nach dem Essen durch, sondern am besten morgens vor dem Frühstück. Ich habe auch schon gegessen. Da steht, man soll sehr viel getrunken haben. Deswegen haben wir hier das Wasser. Oranges Blut, Auffangröhrchen, Kompressen, Pflaster, Sicherheitstanzsätten, Alkoholtupfer, Transportröhrchen, Druckverbeute. Und mit was mache ich mir da was? Ihr seid jetzt live dabei, wie ich diesen Test mache, damit ihr das auch seht. Das ist keine Werbung in dem Sinne. 4 Stück. Was muss ich denn da alles machen? Ich hab Schiss. 4 Sicherheitslanzetten. Das ist doch, damit steche ich mich doch, oder? Darf man es überhaupt auf YouTube zeigen? Ah ja, und da kommt es. Ach so, okay. Makes sense. Oh mein Gott, ist das viel. Nee, oder? Ist gar nicht so viel. Doch, ist schon viel. Oh, ich hasse Blut. Das ist gerade wirklich für mich so ein Struggle, weil ich hasse es, Blut zu sehen. Ich bin froh, dass ich meine Tage ertrage. Oh, ich glaube, ich kipp um. Ach drauf, da wenn ich den Game auslöse, Knopf zu betätigen. Oh mein Gott, ich kann das nicht alleine. Ich meine es ernst, ich kann das nicht alleine. Das muss jemand bei mir machen. Ey, warum bin ich so ein Pienzchen? Warum habe ich so ein hartes Problem mit Blut gerade? Warum sitzt du am Fenster? Was ist denn mit dir los? Oh nee, ich kann das nicht machen. Ich brauche jemanden dafür, das muss Hannah mit mir machen. Man muss sich so in den Finger stechen, ich bin so ein Pienzchen. Ich bin wirklich so ein Opfer. Oh mein Gott. Leute, warum bin ich so ein... Also ich bin wirklich extrem. Das ist so lost. Nee Leute, ich schaff's nicht. Ich kann es nicht machen. Ey, es ist wirklich gerade sehr unangenehm, aber ich kann mir nicht in den Finger stechen. Ich habe richtig Angst vor diesen Teilen. Wie geht es denn? Nee. Sorry, Leute. I'm out. Ich glaube, Nana zeigt mir gerade zum ersten Mal im Leben, dass sie raus muss. Deswegen, Leute, ich habe einen Grund. Ich habe einen Grund, gerade alles abzubrechen. Ich sage euch, wie es ist. Nala hat sich voll ge... Ja. Ihr wisst, was ich meine. Die musste also sehr, sehr dringend. Die hat sich noch nie vor die Tür gesetzt. So. Deswegen habe ich gemerkt, es ist sehr dringend. Ich liege jetzt hier. Ich bin jetzt auf jeden Fall wieder im Bett, weil ich gemerkt habe, mir wurde wieder schwindelig. Es ist super. Es ist so weird. Ich will mich nicht die ganze Zeit darüber aufregen, aber ich muss auf jeden Fall nächste Woche zum Arzt oder die Tage. Aber vielleicht war es deswegen auch ganz gut, dass ich den Test gerade nicht gemacht habe. Vor allem, wenn mir schwindelig wird, weil hätte ich jetzt noch Blut abgenommen bei mir selbst. Ich bin jetzt auf jeden Fall dabei, mein Video zu schneiden und ja, will noch ein bisschen aufräumen, muss noch Wäsche machen. Ich habe so unnormale Cravings gerade auf einen Burger. Ich habe so Bock auf Burger seit so vielen Tagen. Deswegen mache ich mir, glaube ich, nachher einfach einen so Selfmade-mäßig. That's it. Ich hoffe sehr, dass euch dieser Vlog ein bisschen gefallen hat. Wie gesagt, ich werde in dem nächsten Video auf jeden Fall mal so ein bisschen offener reden, mit euch reden, euch so ein bisschen erzählen, was so abgeht. Viele haben nach einem Live-Update gefragt und ich habe zuerst eins gedreht, aber es ändert sich manchmal super schnell sehr viel im Leben und deswegen ja, werde ich einfach nochmal so ein bisschen offener reden und euch so ein bisschen ja, erzählen, warum es gerade so weird ist und warum ja, die Situation gerade so komisch ist, weil ich merke, dass ihr es merkt und ich kann sowas halt leider nicht verstecken und will ich eigentlich auch gar nicht, deswegen werde ich auf jeden Fall, fingers crossed, dass es mir dann auch schon körperlich wieder richtig gut geht, die Tage dazu in einem Video was dazu sagen. Vielleicht wird es ein Q&A, vielleicht ein Mukbang, vielleicht mache ich mich dabei ready oder werde mich einfach so hinschillen und einfach ganz entspannt reden. Ihr könnt mir gerne mal sagen, was ihr am liebsten mögt. Und ja, ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es so ist und wenn ihr mich supporten wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und einen schönen Abend. Bis dann. Bye.